Heute will ich euch die Must-Haves von der Augenmanufaktur einmal vorstellen. Ich möchte euch die Augenbrauenstifte vorstellen, möchte euch den Highlighter vorstellen und den Eyeliner. Ich zeige euch direkt auch mal, wie ihr diese Produkte anwenden könnt, um die perfekte Augenbraue zu kreieren und natürlich den perfekten Lidstrich, den wir brauchen, um optisch unser Auge in Szene setzen zu können. Ich lege mal los. Für mich selber brauche ich natürlich unbedingt den dunkleren. Ja, die Firma hat zwei verschiedene Farben, die so toll sind und so harmonisch, dass sie mit jedem Hauttypen matchen. Einmal haben wir den helleren Stift für die eher nordeuropäische blonde Frau und wir haben den dunkleren Stift. Ich will euch das mal auf meiner Haut hier zeigen, wie die beiden Stifte aussehen. Den hellen sieht man auf meiner Hautfarbe fast schon gar nicht mehr. Die Stifte sind komplett pudrig, cremig, haben einen komplett aschigen Ton, so dass wir überhaupt gar keinen Rotstich im Auge haben. Und genau das ist das, was wir wollen. Dadurch, dass sie lichtreflektierende Pigmente haben, ist es so, dass wir einen 3D-Effekt erzeugen und die Augenbraue eine tolle Kontur bekommt. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und führe das erstmal bei mir vor, bevor wir das bei einer Kundin anwenden. Das wäre jetzt der darke Stift, den werde ich jetzt bei mir verwenden, das ist die Farbe. Damit ich es mir ganz einfach mache, ist es so, dass ich euch das mal Step by Step zeige, wie ihr mit unserem Augenbrauenstift die perfekte Kontur für euch zeichnet. Ihr setzt im oberen Augenbrauenbereich an und malt einen Strich, der so verläuft, wie eure Augenbraue ihr euch vorstellt. Um den Ton besser meinen Augenbrauen anzupassen, kann ich mit der Bürste in die Augenbraue rein und das reinbürsten. Dadurch verschmilzt die Farbe viel intensiver mit meiner eigenen natürlichen Augenbraue. Jetzt will ich euch unseren Wow Brow Lift noch einmal vorführen. Den benutzen wir als Highlighter. Der ist wahnsinnig cremig. Der verschmilzt fantastisch mit der Haut und passt sich jedem Hauttypen an. Wenn man den eingearbeitet hat, sieht man den auf der Haut gar nicht mehr. Man sieht nur dieses Leuchten, diese Kraft, diese Power. Das zeige ich euch auch gleich an meiner Augenbraue. Ich setze als erstes unter dem Augenbrauenbogen an und ziehe mir eine relativ dicke. Dann setze ich den nächsten im oberen Augenbrauenbereich, so wie meine Augenbraue verläuft, über den Bogen hinweg. Und jetzt kann ich das Ganze verwischen. Ich male mir mit meinem Wow Wow Lift in die Innenseite meines Auges ein X rein und an die Außenseite meines Auges ein X rein. Dieses arbeite ich ein bisschen ein, an der Außenseite gerne leicht mit dem Finger tupfen und in der Innenseite leicht mit dem Schwämmchen tupfen und dadurch wirkt mein Auge wacher und frischer. Mein Wow Brow Lift kann auch noch ein bisschen mehr als nur die Augen zu definieren, nämlich auch meine Lippen kann es definieren. Ich kann durch den Stift meine Lippen weitaus mehr konturieren, ihm mehr Definition geben und er passt sich halt komplett meiner Hautfarbe an und demzufolge passt es zu jeder Lippenstiftfarbe, zu jedem Lipgloss und man hat weitaus schöner definiertere Konturen um die Lippen herum. Auch das möchte ich euch gerne einmal zeigen. Na, wie gefällt euch mein Alleskönner? Ich finde ihn Weltklasse. Zu guter Letzt möchte ich euch natürlich nicht unseren Wow Brow Liner vorenthalten und möchte euch mal zeigen, wie tiefstes Schwarz auch funktionieren kann. Einmal für euch, um zu sehen, wie schwarz, wie tiefschwarz dieser Liner ist. Et voilà. Und je dichter wir am Wimpernkranz mit dem Wow Brow Liner arbeiten, desto größer wird das Auge auch.